Hi Leute, heute geht's um Gelüste, um Geschmack beim Essen, ob der verloren geht, wenn man seine Ernährung in so eine extreme Richtung umstellt, wie Rohkost oder noch extremere Ernährungsformen. Extrem ist eigentlich die Ernährungsform, die in der Gesellschaft als normal angesehen wird. Und jedes Tier ernährt sich von Rohkost. Wir sind die einzige Spezies, so, die unnormal ist. Ja. Und mit Rohkost oder mit so einem extremen Ernährungsstil kehrt man eigentlich nur wieder zu einer ursprünglichen Ernährung zurück und tut seinem Körper was Gutes. Und ja, aber ich möchte heute mal auf die Gelüste eingehen, auf den Genuss beim Essen. So, viele denken sich ja irgendwie, dass der Genuss und die Freude am Essen verloren geht, wenn man irgendwie nur noch Karotten knabbert oder nur noch Früchte isst. Und das ist auf keinen Fall der Fall. Das trifft nicht zu. Bei mir zum Beispiel, ich esse nur noch Früchte, so, wenn ich irgendwas vermissen würde, wenn ich Bock auf irgendein anderes Essen hätte, dann würde ich das essen. Aber es ist für mich kein Zwang. Und so Ernährungsumstellung sollte auch nie mit Zwang geschehen. Wenn einem das bewusst ist und wenn man gemerkt hat, was anderes Essen mit einem macht und wie gut andere Sachen schmecken, dann ist es überhaupt kein Zwang. Das ist einfach nur die pure Freude. So. Ich liebe Früchte über alles. So. Und das ist auch das, was so eine Sache bei einer Ernährungsumstellung ist. So. Wo man seinen Fokus drauf legt. Wo konzentriere ich mich drauf? Viele Leute, die sehen nur den ganzen Verzicht, wenn sie ihre Ernährung auf vegan umstellen. Oh, dann kann ich das nicht mehr essen, ich kann keinen Käse mehr essen, ich kann keine Milch mehr essen und so weiter. So sollte man das nie sehen. Man sollte sich immer auf das konzentrieren, was man haben möchte. Wenn man sich auf was konzentriert, was man nicht haben möchte, dann bekommt man das auch wieder und dann fällt man auch wieder zurück. Das Bewusstsein spielt eine große Rolle. Man soll sich mal darauf fokussieren, was es für geile Rohkostgerichte gibt. Schokoladen, Kuchen, Torten, Energy Balls, Riegel, Datteln, die geilsten Früchte, Mangos, Papaya, Kokosnuss, Wassermelone. Ja, das sind so leckere Sachen. Und einfach mal ein paar Rohkost-Rezept-Videos durchschauen, was nachmachen, sich die Sachen kaufen, sich erstmal einen Haufen verschiedene Sachen am Anfang bestellen, Rohkost-Schokoladen ausprobieren, Gourmet-Rohkost ausprobieren. Und für mich war es jedes Mal, wenn ich meine Ernährung umgestellt habe, einfach eine neue Welt, die ich entdeckt habe. So. Und ich habe viel mehr ausprobiert und gegessen, seitdem ich meine Ernährung eingeschränkt habe. Früher als Kind, weiß ich noch so, als ich Fleisch gegessen habe, ich habe immer das Gleiche gegessen. Ich war, wenn ich beim Italiener war, eine Salami-Pizza. Später, als ich Vegetarier war, habe ich eine Margherita gegessen. So. Und als ich vegan war, war es eine Marinara. Und ja, früher habe ich Bratwurst gegessen. Schnitzel, keine Ahnung. Jedes Kind will auch einfach essen. Nudeln mit Ketchup, Pommes und immer das Gleiche. Ich hatte gar keine Lust auf irgendwas anderes. Eigentlich isst man immer nur das, was man gewöhnt ist. So. Sonst, ich gehe mit jemandem normalen Essen so und isst immer das Gleiche. Man geht zum Chinesen, jeder hat sein Lieblingsgericht und isst es immer so.
wenn ich beim Chinesen war, dann habe ich Nudeln mit Gemüse gegessen. So. Und ja, wenn man mal in so eine neue Welt eintaucht, so, wo ich mit vegan angefangen habe, da habe ich das Kochen dann für mich entdeckt und habe einfach so viel ausprobiert und es hat so viel Spaß gemacht. Man hat überhaupt mal die Zutaten kennengelernt, so. Und ganz neue Sachen. Ich habe noch nie so unterschiedliche Geschmäcker ausprobiert und so lecker gegessen wie vorher. Es war einfach tausendmal besser und dann wurde es immer besser so. Und jetzt selbst in der Rohkost, ich habe noch nie solche geilen Sachen gegessen. Selbst wenn es nur eine Frucht ist, ein Durian zum Beispiel, schmeckt so genial. Oder dann irgendwelche Rohkosttorten. So geniale Sachen gibt es einfach. Und bei Torten, Kuchen und diesen ganzen Sachen schmeckt man null Unterschied. Die schmecken so genial, wenn man sie roh zubereitet mit Datteln oder Nüssen, Kakao, Bananen rein, egal was. Das schmeckt so gut. Es geht schneller, einfacher, als einen Kuchen zu backen. Es ist einfach so genial. Probiert es mal aus, schaut euch ein paar Rezepte an. Und ja, schaut, dass ihr euch auf die guten Sachen konzentriert. Und für mich ist es überhaupt kein Zwang. Ja, mittlerweile es ist es halt so, wenn ich mal, ich mag auch zum Beispiel noch die Gerüche von den Dingen, die ich früher gegessen habe. Oder einfach die Sachen, die ich mit irgendwelchen Erlebnissen verbinde. So, man geht ins Kino, riecht das Popcorn oder so. Selbst wenn man gar kein Popcorn isst, so ist es einfach schön, es zu riechen. So. Und ich rieche auch immer noch gern Bratwurst so. Aber ich beiß nicht mehr rein. Also mittlerweile ist es für mich so wie, ja, ich schaue mir auch gern ein Feuer an, aber ich beiß doch nicht in eine Flamme rein. So, so fühlt es sich halt für mich an. Ich rieche auch die Sachen noch gern. Oder ich rieche auch gern an gekochten Sachen, die ich früher gegessen habe. Aber ich habe da überhaupt kein Bedürfnis, da reinzubeißen. Und ich habe das ein paar Mal auch ausprobiert. Und habe nochmal solche alten Sachen gegessen am Anfang, aber ich habe dann einfach gemerkt, dass es mir da schlecht ging danach und es hat auch nicht mehr so geschmeckt wie früher. Das ist eben der zweite wichtige Punkt, dass der Geschmack sich einfach verändert. Der Geschmack ist nach einer Zeit nicht mehr derselbe. Genauso ist es bei Salz, wenn man sich Salz mal abgewöhnt hat. Ich hatte es schon damals gemacht, als ich vegan wurde, dass ich mal komplettes Salz weggelassen habe, wenn ich gekocht habe. Ansonsten ganz normal, vollwertig gekocht. Und dann, wenn ich in der Mensa essen war oder so, habe ich Nudeln probiert. Und ich war so versalzen. Ich konnte davon keine zwei, drei Bissen essen. Da ist einfach alles versalzen dann. Und Salz ist einfach nur so eine Gewohnheit. Man gewöhnt sich dran wie eine Droge. Irgendwann braucht man immer mehr. Ja. Und ja, das wollte ich nur mal so ein bisschen erzählen, dass irgendwann, klar, es ist anfangs schwierig von den Gelüsten her und vom Geschmack her. Aber wenn man das dann mal überwunden hat, diesen Punkt, und es dann gar nicht mehr gegessen hat und einem wirklich bewusst ist, warum man das macht und merkt, wie gut man sich fühlt mit anderem Essen, mit Beeren, Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Heidelbeeren, den genialsten Früchten, Kirschen, Pfirsiche, Nektarinen, egal was, Datteln, Feigen, Wassermelone, oh, oder ja, alles Mögliche, was auch immer. Es gibt so viele geniale Sachen, die man ausprobieren kann, die es neu zu entdecken gibt. Und darauf sollte man sich fokussieren. Also schaut euch mal ein paar Rezeptbücher an. Rohkost, Gourmet-Rohkost, wenn ihr auf Rohkost umstellen wollt. Schaut euch ein paar Videos an, Rezeptvideos. Schaut euch um, tauscht euch aus, geht zu Rohkost-Potlucks oder so, wo ihr das Essen durchprobieren könnt. Und ja, entdeckt mal so leckere Sachen. So. Also, ja, wenn ihr zum Beispiel der Rohkost-Potluck in Leipzig, egal wo, da ist wirklich viel los zumindest. Und da gibt es so viel verschiedenes Essen, der Wahnsinn so. Egal bei welchen Potlucks, auch hier in München war ich jetzt in Gilching auf dem Potluck.
so geniales Essen. Ja. Probiert es mal aus. Geht mal zu so einer Veranstaltung oder schaut euch die Videos an, macht selbst nach. Oder holt euch ein Rezeptbuch. Das waren so meine Tipps so. Und mal so ein paar Anregungen, was Gelüste angeht. Und was dieser Zwang, der eigentlich nicht mehr vorhanden ist, dann, der oft gedacht ist, auslöst. Also macht's gut, Leute. Ciao. Thank you.